Ich bin definitiv Feministin, aber ich kann nicht den Kampf kämpfen für Minderheiten, denen ich nicht angehöre. Mich selber verletzlich zu machen, macht mich stark. Das finde ich, hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. Es ist früher Morgen in Hamburg und wen könnte ich da besser treffen als Mia Morgen? Ich freue mich sehr. Sie ist Musikerin, Künstlerin und ich liebe ihre Outfits. Und sie spricht in den sozialen Medien und in ihrer Musik Themen an, die gehört werden müssen. Und deswegen möchte ich mehr erfahren. Ich freue mich sehr. Moin, moin, Mia. Hallo. Hi. 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 Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Es ist ja unfassbar toll, dass du Themen ansprichst, die irgendwie noch so ein bisschen tabu sind. Mhm. Sollte es nicht sein. Und da würde ich gerne mit dir heute drüber reden, damit es die breite Masse auch noch mal von uns hört. Ja. Aber zuerst würde ich gerne wissen, Mia Morgen, ist das eine Kunstfigur oder du, die Privatperson? Das bin ich. Also es ist nicht mein bürgerlicher Name, aber das ist auch schon der einzige Unterschied, den es zu der privaten Mia und zu der Mia auf der Bühne gibt. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich mir eine Persona aufzwingen würde für die Momente, in denen ich in der Öffentlichkeit stehe. Ja, also bist du so, naja, ist ja schon fast, man macht sich ja ein bisschen angreifbar, wenn man natürlich die ganzen Themen anspricht, aber auch sehr nahbar. Das hilft mir aber auch total. Das macht mich irgendwie selbstsicherer, selbstbewusster und ich fühle mich einfach extrem wohl damit, ich selbst zu sein und mich zu zeigen. Und indem ich mich verletzbar mache, habe ich zumindest in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, mache ich mich auch einfach ein bisschen stärker. Dein neues Album heißt Fleisch. Mhm. Das ist einfach schon mal ein krasser Name. Was haben wir zu erwarten, wenn wir uns auf die Reise einlassen? Also der Titel Fleisch alleine kommt von dem Titeltrack. Es gibt einen Song auf dem Album, der Fleisch heißt. Und in diesem Song geht es darum, dass eine Freundschaft zwischen zwei Mädchen diese emotionale und psychische Ebene überschreitet und eben in so einem metaphorischen Bild ins Fleischliche übergeht. Sprich, sie stehen sich so nah und sind so abhängig voneinander, dass sie miteinander verwachsen und sich dann im Prozess des Streites oder der kritischen Auseinandersetzung miteinander auseinanderschneiden und wieder zusammennähen müssen. Und ich fand, es war ein treffender Titel für das gesamte Album, weil das Wort eben eine Wucht hat, so wie Sex oder so. Das sind so Worte, an denen man in einem Fließtext hängen bleibt, ist auch Fleisch ein Schlagwort. Mir war die Bildwelt, die ich damit aufmachen wollte, also wir haben ein Covershooting auf einem Gnadenhof gemacht, oder Lebenshof ist das Wort, das ist schöner als Gnadenhof. Da haben wir eben das Foto gemacht, das heißt, ich posiere mit einer Kuh. Und da ist der Name Fleisch natürlich nochmal zusätzlich so ein bisschen ein Denkanstoß, vielleicht auch Provokation und ein Kontrast zu dem, wofür ich eigentlich stehe, weil ich selber esse ja gar kein Fleisch. Ich bin irgendwie seit über 10 Jahren Veganerin und damit habe ich irgendwie so ein paar Checkboxen abgehakt, die ich visuell als auch textlich abhaken wollte und Bilder, die ich bei dem Publikum auslösen möchte, habe ich damit hoffentlich erfolgreich ausgelöst. Ja, es erweitert auf jeden Fall den Fächer um eine Sparte mehr, weil natürlich sprichst du auch über sexuelle Vorlieben. Mhm. Das heißt, da passt Fleisch auch nochmal so ein bisschen. Es geht ums Körperliche, ums Fleischliche, um Begierde. Ja. Was ist dein Drive? Warum ist es dir so wichtig, diese tabuisierten Themen, also nehmen wir jetzt einfach mal sexuelle Vorlieben, die aufzubrechen? Es gibt meines Empfindens nach, also ich will mir da jetzt nicht irgendwie die Schuhe anziehen, da irgendwie so eine Pioniersfigur zu sein, aber mich hat es immer gestört, dass das Narrativ um Sex in der Gesellschaft, auch in Deutschland und gerade in deutschsprachiger Musik eigentlich fast nicht existent und wenn dann immer nur von einer männlichen Perspektive auskommt, erzählt wurde. Außerdem ist es einfach ein Thema, was mich interessiert. Ich habe mich damit schon in meiner Jugend früh auseinandergesetzt, sehr viel darüber gelesen und darüber nachgedacht. Und keine Ahnung, das war irgendwie immer schon so ein Interessengebiet, deswegen auch für mich ganz natürlich darüber zu singen und es irgendwie an meine Texte mit einfließen zu lassen. Auf jeden Fall. Was glaubst du, welche Narrative müssen da noch aufgebrochen werden, wenn es darum geht? Also ich habe ja zum Beispiel den Song Haustier im Hotel und im Großen und Ganzen ist der Song eine Fantasie. Es erzählt ja irgendwie davon, einen intensiven Crush zu haben auf eine auf Bühnen und in der Öffentlichkeit stehende Person. Ja. Und das lyrische Ich stellt sich dann vor, wie es wäre, mit dieser Person nach dem Konzert aufs Hotelzimmer zu gehen. Und dann wird ja im Song explizit auf bestimmte Praktiken aus der BDSM-Welt eingegangen.
Und am Anfang war der Song Joke. Es gab nur die Zeile, Männer in Bands sind nur Männer in Bands. Und es sollte sich eigentlich im Großen und Ganzen darüber lustig gemacht werden, dass wir irgendwie Typen, die Gitarre spielen können, immer automatisch auf den Podest stellen. Obwohl es literally nur Typen sind, die Gitarre spielen können. Aber dann wurde es mir ein wichtiges Anliegen, in dem Song irgendwie zwei Sachen klarzustellen. Mhm. Nämlich einmal dieses Groupie-Narrativ zu nehmen. Das ist ja immer sehr patriarchal, sehr sexistisch. Man kennt es aus den 70ern. Es waren immer irgendwelche Typen, die viel jüngere Mädchen mitgenommen haben und tatsächlich auch nicht so gut behandelt haben. Ich habe mich damit auch mal länger auseinandergesetzt. Das heißt, ich wollte hier einmal erzählen, dass eine Person das freiwillig macht, dass sie sich das annimmt und das macht, weil es ihr gefällt. Und zweitens eben auch die besungenen Praktiken, die ja auch nur Fantasie sein können oder etwas, was Leute wirklich machen. Mich hat es ein bisschen gestört, dass in den letzten Jahren, wir hatten so Shades of Grey und so ein Kram, und dann rückte BDSM irgendwie so in die Mitte der medialen Gesellschaft. Es wurde viel drüber geredet. Ja. Aber die ganzen Geschichten, die wir gehört haben, haben sich immer nur befasst mit Männern in einer Machtposition. Das waren irgendwie CEOs in Anzügen mit sau viel Geld. Das heißt, da hatten sie schon mal eine gewisse Macht über ihre immer weiblichen Partnerinnen. Es waren natürlich auch immer heterosexuelle Beziehungen und es war auch alles immer sehr heteronormativ. Die Frauen waren sehr schüchtern und es war irgendwie immer von Anfang an schon abgesteckt, wer die Zügel in der Hand hat und worauf das hinausläuft. Ja. Und was dann da wirklich zwischen den Leuten passiert ist in diesen Filmen und Romanen, das war nicht wirklich eine realistische Repräsentation von irgendwie Sexualpraktiken, die mit Machtdynamiken experimentieren, sondern das war halt Missbrauch größtenteils. Ja. Und das hat mich gestört, weil das so ein negatives Licht auf was geworfen hat, was Leuten eigentlich Spaß machen soll. Ja. Was Leute immer consensual machen sollten, vorher abklären sollten mit PartnerInnen, was okay ist und was nicht. Weil es ist ganz egal, ob man diese Art von Sex hat oder ob man es soft mag, ob man sich Zeit nimmt, ob man irgendwie so das, was Leute so kritisch Vanilla nennen, was ich auch ein Problem finde, weil das kann auch sauschön sein, ob man das lieber mag. Hauptsache, ihr habt alle Spaß. Ganz genau. Man macht es sicher, man fühlt sich wohl, man probiert Sachen aus und es geht ja darum, dass man das gut findet und glücklich ist dabei. Ja. Und da wollte ich eben auch aus einer weiblichen Perspektive erzählen, dass die Magst Person du die Zeile Spaß einmal? Also es sind ja sehr, sehr viele. Ne? Erstmal ist es ja irgendwie so, spuck mir in den Mund, Asch ab auf meiner Zunge. Sollte man vielleicht zweiteres nicht machen, das tut wahrscheinlich sehr weh. Ja, aber ich glaube, wenn es halt auch, wenn das gewollt ist. Ja klar, auch dann ist es okay, klar. Weil es war auch nicht immer für mich normal, ja. Das war auch ein Tabuthema bei mir, als ich groß geworden bin. Klar, ja. Und ich lerne immer mehr, zum Glück, weil ich natürlich auch in den Diskurs gehe oder weil ich mich gerne unterhalte. Ja. Also es ist ja das Komische an Sex generell oder auch bestimmten Praktiken ist, man redet darüber, alle gucken sich im Internet irgendwelche schmierigen Male-POV-Pornos an, aber keiner redet so richtig darüber. Ja. Keiner klärt so richtig auf, keiner beleuchtet die zwischenmenschlichen Aspekte, die Ängste, die damit einfließen, auch die Risiken, die das bergen kann, die emotionalen Auswirkungen, gerade bei sowas. Ich kriege das auf TikTok total mit, dass so sehr viele sehr junge Leute darüber reden, dass sie halt, ich zitiere, harten Sex mögen. Und da bin ich auch immer so ein bisschen betroffen, weil ich irgendwie denke, wenn du dich mit 16 schon darauf festlegst, dass du irgendwie als Typ dominant bist und das so in deine TikTok-Bio schreibst, das ist irgendwie so ein bisschen, komm doch erstmal an, probier dich erstmal aus, guck mal, ob es das wirklich ist, füg dich nicht unbedingt zum Rollenbild und vor allen Dingen verwehr dir nicht die Chance darauf, dass du auch Erfahrungen machst, die nicht nur brutal und doll sind, sondern dass du auch zulässt, dass emotionale Nähe entsteht, dass man es mal langsamer angeht, auf sich und den eigenen Körper hört. Weil ich auch von vielen Leuten mitbekommen habe, dass sie das ausprobiert haben und dann war das überhaupt nichts für sie. Aber Hauptsache erstmal hinschreiben. Ich glaube, verletzlich machen wäre, das darf man einfach machen. Ja, seid ehrlich total. Zu euch. Ich habe das ja auch am Anfang schon gesagt, mich selber verletzlich zu machen, macht mich stark. Und auch zu kommunizieren, wenn mir Sachen wehtun, auf emotionaler Ebene oder eben auch auf körperliche, es ist wichtig, dass man das sagen kann und ohne Angst, dass man dafür irgendwie verurteilt, geschämt oder nicht mehr gemocht wird. Absolut. Ich glaube ja, durch das, was dein Doing, deine laute Stimme, bist du ja wahrscheinlich für einige Menschen auch ein Feminist-Icon. Mhm. Aber ich glaube, du möchtest es ja nicht für dich claimen. Ich bin definitiv Feministin und es ist mir auch wichtig, dass Leute meinen Standpunkt kennen und wissen, was meine Werte sind, wofür ich stehe. Aber es ist nicht meine Aufgabe, als weiße, able-bodied, skinny-passing, privilegierte Frau aus der Mittelschicht irgendeinen Revolutionszug anzuführen.
Und das habe ich mir in den letzten Jahren irgendwie zugestanden, ja, dass es natürlich wichtig ist, dass ich meine Meinung sage, wenn sie denn gefragt wird. Aber ich kann nicht den Kampf kämpfen für Minderheiten, denen ich nicht angehöre. Und ich kann nicht die Stimme sein für alle Frauen. Ich kann nur die Stimme für mich selber sein. Und ich kann von meiner Erfahrung als Frau in dieser Welt erzählen. Und ich habe auch aufgrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin, Diskriminierung erfahren. Ich habe Bodyshaming erfahren durch Struggle mit einer Essstörung und Veränderungen, die diese als Auswirkung auf meinen Körper hatte. Aber trotzdem habe ich sehr, sehr viele Sachen, die Feminismus umfasst und die der Kampf um Gleichberechtigung umfasst, einfach nicht selber erfahren. Und für die kann ich dann auch keine Spokesperson sein. Ja, das finde ich, hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. Und trotzdem, glaube ich, ist es halt das Empowerment, was viele Menschen brauchen. Und deswegen ist es sehr schön, dass du es sehr stark zum Ausdruck bringst durch die Musik. Und selber machen ist auch so ein kleines Stichwort, wenn es um deine Sachen geht, die du machst, die Mucke, Videos. Da sind wir bei Waveboy. Das hast du einfach komplett selber produziert. Ja, die Demo. Ja. Also, die klingt ja aber auch sehr dürftig. So 4 Jahre später bin ich dann natürlich so ein bisschen, aber ja. Am Anfang blieb mir nichts anderes übrig, als das alles selber zu machen. Einfach machen. Ja, einfach genau. Machen. Ich habe auch als Drums einfach, ich sag's immer wieder so, Tupperware benutzt, weil ich nichts hatte. Ich hatte nur so ein altes Keyboard. Das habe ich nicht mal an den Laptop angeschlossen, sondern auch einfach über mein Handy-Mikrofon aufgenommen. Also es ist wirklich sehr stümperhaft, aber es ist gut, dass ich es gemacht habe, weil sonst würden wir halt nicht quatschen. Mach weiter so. Ja, klar. Und wir hören. Ja. Dankeschön. Ich danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.